Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Workout gegen unsere Winkeärmchen. Es sind 10 Minuten insgesamt. Wir machen 2 Runden mit jeweils 5 verschiedenen Übungen. Die jeweilige Übung dauert 45 Sekunden und wir haben 15 Sekunden Pause. Falls ihr keine Hanteln habt, könnt ihr auch Wasserflaschen nehmen, die ihr mit Wasser füllt. Und so habt ihr dann auch ungefähr ein Gewicht von über 1 Kilo. Wir legen jetzt los und ich freue mich auf euch. Wir beginnen jetzt mit der ersten Übung. Und zwar nehmen wir die Hanteln seitlich hoch und schieben sie seitlich hoch in die Ecke. Und wir beginnen. Wir haben jetzt 45 Sekunden Zeit und danach 15 Sekunden Pause. Achtet dabei, dass der Bauchnabel zur Wirbelsäule gezogen ist. Der Abstand zwischen Ohren und Schultern groß bleibt und immer wenn ihr hochstreckt, die Hanteln atmet ihr aus. Die letzten 5, 4, 3, 2, und jetzt habt ihr 15 Sekunden Pause und dann beginnen wir mit der zweiten Übung von 5 Übungen. Die Hanteln nach vorne nehmen, am besten so Brusthöhe, die Arme sind etwas angewinkelt, gerade hinstellen und jetzt öffnen und schließen. Einatmen, schließen, ausatmen, öffnen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wieder 15 Sekunden Pause. Lockert die Arme. Wir gehen jetzt zur dritten Übung. Gehen mit den Hanteln hinter den Kopf. Bauch bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen, dass er schön gerade bleibt. Ellbogen Richtung Decke und jetzt schiebt ihr die Hanteln zur Decke. Einatmen tief und ausatmen hoch. Einatmen tief und ausatmen hoch. Behaltet die Spannung im Bauch, Bauchnabel zur Wirbelsäule, der Po ist leicht angespannt und noch 30 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wieder 15 Sekunden Pause. Wir gehen dann zur vierten Übung von 5 und nehmen die Arme seitlich hoch gestreckt und drehen die Hanteln einfach nach vorne und nach hinten und go. Auch da ist wichtig, die Schultern schön tief, den Abstand zwischen Ohren und Schultern groß halten, den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, den Po leicht anspannen und den Nacken lang machen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wieder 15 Sekunden Pause. Und jetzt kommt die fünfte Übung. Und dann wiederholen wir diese 5 Übungen nochmal. Die Hanteln nach vorne hoch, seitlich und runter. Jetzt seitlich hoch, nach vorne und runter. Auch da, Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule gezogen, Abstand zwischen Ohren und Schultern bleiben groß und der Po ist leicht angespannt.
noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Die erste Runde haben wir geschafft und jetzt geht es in die zweite Runde. Das heißt wieder, wir fangen genauso an mit der ersten Übung, mit der wir gerade angefangen haben. Wieder die Arme seitlich, Ellbogen am Körper und jetzt geht's los. Zweite Runde. Schön ausatmen, wenn ihr die Hantel nach oben schiebt. Einatmen, wenn ihr die Arme ranzieht. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Wieder 15 Sekunden Pause und wir gehen in die zweite Übung der zweiten Runde. Hantel nach vorne, Brusthöhe etwas weiter weg vom Körper und wir öffnen und schließen. Sehr schön. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Wieder schön lockern. 15 Sekunden Pause. Und wir gehen in die dritte Übung der zweiten Runde. Die Hantel nach hinten, Ellbogen Richtung Decke. Abstand zwischen Ohren und Schultern groß halten. Bauchnabel rein, Pobacken anspannen und hochziehen. Einatmen tief und ausatmen hoch. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wieder Pause. Wir kommen jetzt zur vierten Übung in der zweiten Runde. Die Arme schön seitlich heben, also gestreckt heben. Und wir drehen die Hantel nach vorne und nach hinten. Und go! Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Schön Pause und jetzt kommt die letzte Übung. Die Arme vorne hoch, zur Seite und zur Seite runter und wieder zur Seite hoch, nach vorne und vorne runter. Schön einatmen und vorne hoch, seitlich und runter. Seitlich hoch, nach vorne und runter. Sehr schön.
noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Das Training ist zu Ende. Ihr habt es jetzt geschafft. Ihr habt das sehr gut gemacht und könnt jetzt richtig stolz auf euch sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, es liked und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich kann immer nur sagen, umso mehr Abonnenten ich habe, umso mehr Videos kann ich auch hochladen. Und das mache ich auch sehr gerne und ich wünsche euch einen schönen Tag.